Willkommen, meine lieben Götterfreunde, zurück zu Let's Play bei God of War. Wir machen nämlich dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. In der letzten Folge haben wir das Spiel erstmal gestartet und jetzt machen wir einfach direkt dort weiter, wo wir stehen geblieben sind. Gespeichert habe ich schon, deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal weiter. Hier ist eine Tour. So, ach übrigens, bevor wir weitergehen, wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, wenn ich auf die Starttaste drücke, können wir hier unsere Angriffspower verstärken. Zum Beispiel die Chaos-Klingen. Wenn ich einfach X drücke, werde ich das fast beinahe voll haben. Bis zur Stufe 2. Genau, Stufe 2 für die Chaos-Klingen. Dafür bringen uns die roten Punkte. Wir können auch andere Fähigkeiten verbessern. Zum Beispiel hier die Poseidon des Zorns. Das ist auch nicht schlecht, aber dafür brauchen wir jetzt wieder Punkte. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Alles klar. So, Kiste aufmachen. Und los geht's. Da sind wir nun, Athen. Töte Ares, dann vergeben die Götter dir deine Taten. Alles klar, mehr hast du nichts zu sagen? Okay. Na dann, dann gehen wir mal. Und da schon sind schon wieder die Bad Guys. Oh, oh ja. Da kommt her, ihr Biester. Na, die haben noch überlebt. Wow. Die haben mal starke Angriffe. Na, warte, dich werde ich noch richtig aufspießen, mein Freund. Okay, hier ist nichts. Dann weiter geht's. Noch mehr von euch. Na, ich muss immer irgendwie aufpassen, weil die immer so stark angreifen. So, komm her. So, und der ist tot. Von Kratos aufgespießt worden. Das kann übel enden. Okay, ist hier irgendwas versteckt oder warum können wir hier lang? Vielleicht eine Kiste, eine Truhe? Nee, nope, gar nichts. Da ist einfach gar nichts. So, Moment, was ist denn hier? Ah, eine Truhe und noch mehr Gegner. Warum denn nicht? Oh, und Lebensenergie, wunderbar. Hier ist eine Truhe. Sie haben eine Phönixfeder erhalten, okay. Ah, und Lebensenergie-Truhe. Sehr schön, ich bin wieder voll. So, geht es hier weiter? Wo kommen wir denn hier? Ah, verstehe, wir sind einmal komplett im Kreis gerannt. Okay, alles nur wegen der Truhe. Ja, macht ja nichts. Das macht ja nichts. Da kommt Kratos, zieh! Und es geht nach oben. Ja, ich sehe schon, hier sind wieder Gegner. Truhe? Nee, brauche ich nicht zu öffnen. Ich bin voll. Lauf! Lauf! Die Untiere haben Athen eingenommen! Nein! Nein! Nein, wir verloren!
Ach du Scheiße, was sind das denn für Dinger? So, verzieht euch, ihr Bestien. Ihr wollt einen Kampf, den könnt ihr gern haben. Doch ich, Kratos, werde euch vernichten. Ey, ich drücke Kreis. Hallo. So, komm. Aufs Maul, in diesen verdammten Maul rein. Komm. Und aufgespießt ist er. Ziemlich heftig. Eine Klinge direkt in seinen verdammten Mund ist schon echt heftig. Oh, da kommt noch einer, ey. Das gibt's doch nicht. Okay, komm, greif mich an. So, Kreis. Und in sein fettes Maul rein. Noch einer, komm. Du wirst genauso enden wie deine Brüder. So, ach komm schon, ich habe Kreis gedrückt. Ah. So, mach schön weit den Mund auf. So, gut. Ja, ich bin noch voll, deswegen lohnt sich jetzt nicht, die Truhe zu öffnen. Aber hier ist eine blaue Truhe und das brauche ich unbedingt. Okay, ich wette, jetzt geht es nach unten. Oder nee, es geht nach oben. Okay, hab mich vertan, sorry. Bruder, ist die Verstärkung schon da? Ares hat diese Untiere nach Athen gebracht. Ohne Hilfe wird die Stadt fallen. Das Tor ist zerstört. Du musst einen anderen Weg hinein. Meine Fresse. Ach du Scheiße. Was bist du denn, mein Freund? Na, willst du mit mir spielen? Ich kann gerne mit dir spielen. Okay, Kreis, komm. Ey, ich habe Kreis gedrückt. Warum macht er es nicht sofort? Jetzt aber. Und tot ist das Vieh. Noch einer. Mann, warum haben alle hier einen Bruder? Okay. Okay, eine schwierige Nummer kann es werden. Oh, das kann echt schwierig sein. Wie, es lebt noch. Alter, ich habe den gekillt. Und er ist runtergefallen. Genau so will ich es sehen. Okay, ich warte. So. Und ich bin voll prima. Hier ist noch eine Truhe. Eine rote Truhe. Gib mir mehr Punkte. So, ist hier noch irgendwas, vielleicht, was ich hier einsammeln kann? Ah, hier ist noch eine Truhe. Aber da komme ich nicht durch. Okay. Was ist denn hier? Durch das Tor sieht man eine Brücke, die nach Athen führt. Das Tor ist völlig und ein für alles Mal zerstört. Es muss einen anderen Weg darum herum und zur Brücke geben. Okay. Ist es hier? Eine grüne Truhe. Brauche ich aber nicht zu öffnen, weil ich bin voll. Ja, und hier ist auch nichts. Aber es ist gut zu wissen, dass hier noch eine grüne Truhe ist. Vielleicht kann ich die später noch gebrauchen.
Okay, Moment mal. Ja, ich sehe schon, wir müssen unbedingt klettern. Aber wo denn, bitteschön? Ja, halt, Moment. Nee, geht nicht. Ah, das können wir zerstören. Und da ist unser Ausgang. Okay, aber wo komme ich denn bitte schon hoch? Ah, okay. Nee, war schon falsch. Einmal hier hin. Dann einmal hier hin. Truhe öffnen. So, na komm, Kratos. Wow, vorsichtig. Beinahe wäre ich jetzt wirklich runtergefallen. Und geschafft. Na bitte. Okay, bitte öffnen. Halt, halt. Genau. Die blaue Truhe hätte ich gerne. Okay, was haben wir hier? Aphrodite. Kratos. Dein Vorankommen erfreut die Götter. Doch deine jetzigen Fähigkeiten reichen nicht gegen die Schergen des Ares. Ich biete dir die Macht, deine Feinde einzufrieren. Doch eine solche Gabe musst du dir verdienen. Medusa, die Königin der Gorgonen, bring mir ihren Kopf, Kratos. Dann gebe ich dir die Fähigkeit, seine Macht zu nutzen. Oh Gott, ist es eklig, Medusa. Oh Gott, die kann ja uns in Stein verwandeln. Ja, schöne Ausweichen, Kratos. So, verzieh dich. Die kann er echt gut ausweichen. Das hat sie echt drauf. Okay. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Oh ja, jetzt haben wir sie. Ach du Scheiße. Sie haben den Blick der Medusa erhalten. Gefriere und zerstöre sie alle mit dem Blick der Medusa. Dann ist die Macht der Gorgonen dein. Okay. Ziemlich eine coole... Oh, oh. Ziemlich eine coole Fähigkeit. So. Oh. Und direkt. Gehe mit den Göttern, Kratos. Gehe im Namen des Olymps.
So, Leute, da bin ich wieder. Es gab einen kleinen Cut, es tut mir leid, weil ich wurde gerade kurz unterbrochen und deswegen musste ich hier einen kleinen Cut machen. So, aber keine Sorge, Leute, ihr habt nichts verpasst. Rein gar nichts. Ich brauche wirklich hier viel Lebensenergie, weil ich werde echt abgestochen. Mehrmals sogar. Na kommt! So, verzieht euch! So, können wir die auch nicht wechseln? Genau, mit Steuerung können wir die Fähigkeit wechseln. So, ein Moment. Ah, ich sehe. Hier Speicherpunkt. Okay. Ein Moment, was können wir hier mitmachen? Ah, verstehe. Wir können es drehen. Nein, um Gottes Willen, nicht in diese Richtung. Oh, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Einen Moment. So. Hier können wir nicht durch. Da müssen wir bestimmt das zerstören. Genau. Aber wie können wir es drehen? Und was ist hier? Hier ist nichts. Ach, das ist schon die richtige Richtung. Okay, ich dachte, das wäre das Pfeil, was hier rausguckt. Okay. Sehr schön. Was ist denn hier? Können wir das nicht zerstören? Weil das sieht so verdächtig aus. Okay, wir können es nicht zerstören. Na gut. Leute, ich würde vorschlagen, ich werde jetzt hier speichern. Genau. Sehr schön, dann habe ich hier gespeichert. Was ich jetzt sagen wollte ist, ich wollte jetzt wirklich hier die Folge beenden, so leid es mir auch tut. Ich weiß, die letzte Folge war übertrieben lang als die anderen Folgen, was ich immer so ansonsten bei anderen Let's Play Projekten mache. Aber ich habe festgestellt, ich will doch die Folgen doch nicht hier bei God of War lang machen, weil das dauert wirklich sehr, sehr lange zum Laden und zu bearbeiten. Deswegen werden die Folgen ein bisschen kürzer sein, eventuell auch immer bis unter 20 oder auch über 20, je nachdem, wann der Speicherpunkt da ist, weil ihr habt ja selbst gesehen, das Spiel speichert nicht automatisch, sondern man muss es manuell speichern und deswegen wird es auch für mich immer sehr schwierig, immer dort anzufangen, wo ich letztes Mal aufgehört habe in der Folge. Zum Beispiel in der letzten Folge haben wir die Hydras 3 besiegt. Und in der letzten Folge waren wir auch in einem Schiff am Ende, als ich die beendet habe. Doch heute, als ich das Spiel wieder angefangen habe zu spielen, also quasi wo ich vorhatte, das aufzunehmen, musste ich wieder die 3 Hydras killen. Und deswegen hat das ein bisschen so lange gedauert. Deswegen tut mir leid, dass die Folge ein bisschen später kam. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, wie ich das dann jetzt machen werde. Deswegen, die Folgen werden dann wirklich so lang sein, wie ihr auch in den anderen Videos gewohnt seid. So quasi unter 20 oder Mitte 20. Also Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich ruhig gerne wissen. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir sehen uns in den nächsten Folgen hier bei God of War. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss! Das war wieder eine Folge von God of War, meine lieben Freunde. Leider ist die auch schon vorbei, aber keine Sorge, Leute, in der nächsten Folge geht es spannend weiter. Ich hoffe wirklich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ruhig ein Like da oder schreibt doch einen netten Kommentar. Das würde mich tierisch freuen. Doch bevor ihr die Folge beendet, habe ich noch etwas für euch. Und zwar, wenn ihr oben links schaut, findet ihr meinen Kanal und wenn ihr auch auf dem Abonnier-Button klickt, werdet ihr keine weiteren Folgen von mir verpassen.
Oben rechts findet ihr die Playlist von God of War. Unten links findet ihr mein letztes Video, was ich gedreht habe. Und unten rechts findet ihr die letzte Folge von God of War. Macht's gut, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen oder auch in anderen Let's Play Projekten. Macht's gut. Tschüss.